Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem zweiten Teil unseres Sports Mystery Booster Openings. Wir haben nochmal zwei Sports Booster von Lucri Cards. Die ersten beiden waren ja schon, muss ich wirklich sagen, positive Überraschungen. Wir hatten unter anderem eine Autograph gezogen. Wir hatten ein paar Free Cards mit dabei und wir hatten auch ein schönes Pink Prism gezogen, Pink Camo Prism, um genau zu sein. Das habe ich jetzt sogar zufällig noch hier liegen. Also da hatten wir wirklich auch ein paar schöne Hits mit dabei. Und heute gehen wir in den zweiten Teil rein. Bevor wir da aber starten, wurde ich noch gefragt, hey, ich finde die Kommentare nicht zu dem Gewinnspiel. Also, ganz kurz und schmerzlos, die vier Gewinner des Gewinnspiels im Juni sind, ich kann das am Anfang leider nicht aussprechen, aber Chicking, Kirchi, Anja Luther und Mike Willems. Herzlichen Glückwunsch zu euren Mini-Mystery-Boostern. Wie gesagt, das sind nur Kleinigkeiten. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Bitte schreibt mir auf Instagram eine private Nachricht, damit ich euch die zusenden kann. Und wer möchte, lässt dann natürlich auch einfach einen Like oder vielleicht ein Follow da. Würde mich freuen. Wir gehen weiter und wollen jetzt natürlich die 100 Subs knacken. Wir sind jetzt auch schon bei 60. Das heißt, es wird jetzt immer mehr und das finde ich auch sehr, sehr schön von euch, dass ihr weiter am Start seid. Und es wird das nächste Gewinnspiel dann bei 100 Subs geben und dann heißt es wieder unter allen Kommentaren und Subscribern unter den Videos gibt es etwas für euch zu holen. Wunderbar. Wie machen wir das heute? Wir machen das genau wie gestern und zwar, vielleicht habe ich es gestern aufgenommen, ihr werdet es wahrscheinlich nicht gestern gesehen haben, bei unseren ersten zwei Boostern. Ich werde das nach und nach aufdecken und die Chase Cards, die teuren Karten, versuche ich preislich einzuordnen, damit wir gucken können, ob wir auf unsere 20 Euro Einsatz pro Booster kommen. Und nebenbei checke ich am Pad die Preise in eBay für euch nach. Dann bleibt mir nichts zu sagen, außer nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wir haben einen etwas dickeren Booster, einen etwas dünneren. Wir starten wieder mit dem dickeren, weil man ja nie weiß, ob mehr auch wirklich mehr Qualität heißt. Aber drückt mir die Daumen und das Schöne ist, unsere Lucri Cards Abdeckungen werden jetzt richtig, richtig Gas geben können. Okay, also Step by Step. Wir lassen die Karten hinten abgedeckt, dass ihr es nicht sehen könnt, was ich rausziehe. Und dann gehen wir rein in unsere erste Karte. Wir haben Bowman, Chrome, John Jay von den Cardinals, Rookie Card, ist green. Ich weiß nicht, ob green was zu sagen hat bei dem Set. Da bin ich relativ blank. Aber eBay spuckt mir aus ca. 2 Dollar für unseren John Jay. 2 Dollar. Ich mache da jetzt mal keinen Hehl um ein paar Cent draus. Das heißt, wir haben 2 Euro auf unserer Einkaufsliste. Dann gehen wir weiter. Wir haben eine Rookie Card Topps Chrome von den Patriots mit Kevin O'Connell. Auch hier keine Nummerierung, sieht nach einer Standardkarte aus. Und dann können wir ja nochmal bei Lucri Cards anrufen. Ich hätte dann gern die Autograph-Version von der Karte, weil die wäre wirklich bei knapp 300 Euro. Trotzdem ist es eine Rookie Card, die ein bisschen über dem Minimum liegt, die ist bei 3, heißt, sind wir ja schon mal bei 5 und ein paar Kärtchen kommen in der Box ja noch. Wir machen weiter. Von den Giants immer noch Topps Chrome NFL. Oh, mein Licht ist halt auch nicht ganz on top, ich glaube, so wird es besser. Ja. Michael Strahan, nicht nummeriert, keine Rookie-Karte, da gucke ich nicht nach, das ist ein Euro für mich. Das ist so das Minimum. Dann, wir bleiben bei Topps Chrome Baseball. Wir gehen diesmal zu den Chargers. Wir haben aber wieder eine Rookie-Card. Und diesmal von Jacob Hesters. Aber eine Rookie-Card, die leider nicht so schön ist wie unser Kevin O'Connell. Da sind wir leider bei Souls nur bei einem Dollar, also sind wir insgesamt bei 7, aber unser Stapel an Karten ist ja noch einigermaßen groß.
Dann, wir switchen Sets. Wir kommen zu Top Scrum Formel 1. Und zwar Fernando Alonso Base Card. Base Card stufe ich 1 Euro. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn sich da was ändern sollte, dann klatsche ich es euch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber da ist für mich jetzt erstmal nicht mehr drin. Also einer dazu. Und ich denke mal, jetzt werden wir, ich spitze mal rein, auch 2-3 Base Cards von Formel 1 sehen. Na, das sind wir das sogar schon ein zweiter. Also auch hier. Grand Prix, Driver of the Day, würde ich wieder 1 Euro ansetzen. Teilweise ist es vielleicht auch nur 50 Cent, aber das machen wir mal über den Daumen. Dann Mickey Mantle of Yankees. Eine Topps-Karte aus dem Jahr 2021. Nicht nummeriert, nicht limitiert. Würde ich jetzt auch nicht weiter hoch einschätzen. Da nehme ich wirklich mal nur 50 Cent. Dann haben wir Carlos Peguero. Und ihr merkt schon, diese Sports Mystery Booster heißt nicht, dass man hier mit Soccer- und Baseballkarten beworfen wird, sondern hier sind wir wirklich, da hinten seht ihr auch mal mich so ein bisschen spiegelnd, da ist alles drin. Und auch hier, First Bowman Chrome Card, ist zwar vielleicht ein First Edition aus der Ausgabe, aber ich denke, auch hier bleiben wir bei den Base 1 Euro stehen. Und jetzt haben wir noch eine Karte und dann folgt ein Toploader. Brandon Short. Und leider keinem echten Autogramm auf der Karte. Nehmen wir die 50 Cent. Und dann kommen wir schon zur letzten. Also ihr seht, nur weil der Booster jetzt dicker war, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Euro an Wert. Das heißt, das könnte auch die komplette Niete sein jetzt, weil sie einfach so viele Basekarten reingepackt haben, bis die 10 Euro Mindestwert erreicht waren. Aber wir können hier ja nochmal langsam reinschauen. Das sieht für mich nach keinem Set aus, das ich bis jetzt gesammelt habe. Ich glaube, es ist eine Formel 1 Karte. Und wir haben ein Max Verstappen Red Bull Racing Honda. Und da ist mal auf den ersten Blick zumindest gar nichts Besonderes dran. Und das bleibt auch so. Also die Karte ist zwar eine 4-Euro-Karte, weil Verstappen relativ beliebt ist, aber unterm Daumen ist das einen, ja, nicht Bruchbooster, aber ein Booster, bei dem wir unser Geld nicht ganz wieder zusammenbekommen. Können gerne noch einmal kurz zählen. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Euro. Also hier sind wir jetzt mal mit 5 Euro Bruch gegangen. Ist aber auch noch vertretbar, finde ich. Und wir haben ja noch einen zweiten Versuch heute und vorher bitte, wie immer, lasst noch einen Daumen nach oben da, vielleicht einen kleinen Kommentar, wenn ihr neu seid, gerne auch einen Sub. Ihr merkt schon, wir tasten uns da auch mit Sports Mystery Boostern ein neues Thema hin, wo die Videos noch nicht ganz so flüssig sind, aber ich hoffe mal, ihr habt trotzdem euren Spaß. Und dann gehen wir rein, letzte Chance. Wir lassen die Karten wieder verdeckt liegen, hier komme ich ein bisschen besser hin und dann starten wir direkt rein. Andre Johnson von den Texans, Topps Chrome. Also auch hier, wir bleiben im Set. Kein Rookie, keine Special Card. Geht mit 1 Euro durch. Rookie Card. Jan Ben Bednarek. Kenne ich jetzt erstmal nicht aus Polen, und wenn ich jemanden nicht kenne, heißt es zwar nicht unbedingt, dass er nicht gut ist, aber ich befürchte, dass auch eine Rookie-Card, naja, setzen wir mal 1,50 an, trotzdem, auch wenn es Panini Select ist, trotzdem nicht
höher im Preis anzusetzen ist. Wie immer, falls ich was anderes finden sollte, melde ich mich natürlich bei euch. Dann gehen wir rein in Mosaic NBA. Jake Milton von den Philadelphia 76ers. Wir haben wieder ein, wie nennt man es, ein Camo Prism in Pink. Und da checken wir nochmal. Und da sieht man auch direkt den Unterschied. Ist keine Rookie-Karte. Und auch wenn es ein kleiner Hit ist, das sind nur 4 Euro. Aber es gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser als unser Boosterchen zuvor. Besonders, weil wir keine Base-Karten mehr haben, sondern wir kriegen jetzt 2 Top-Loader. Und dann verdecken wir doch mal, was hier so kommt. Wir sind bis jetzt bei 6,50 Euro, also noch sehr, sehr mau. Und wir haben Topps Chrome. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Racing, eine Base Card, beziehungsweise in einer Raywave Optik, die seht ihr hier, leider auch nur in Anführungszeichen 3,50 Euro plus minus ein paar zerquetschter. Wir nehmen jetzt einfach mal die 3,50 mit und dann sind wir bei 4, 5, 6, 10. Also wir sind beim Mindestbestellwert angekommen und jetzt ist die Frage, kriegen wir von Lucre Cards, die ersten beiden Booster waren ja wirklich top, kriegen wir noch eine Kleinigkeit hinten raus? Wir haben hier oben Green und es glitzert. Es ist Champions League. Es ist Marseille. Und es ist die Rookie Card von Luis Henrique. Und zwar nummeriert zu 99. So, meine Freunde, jetzt stellt sich die wichtige Frage. Und die Frage lässt sich leider relativ einfach beantworten. Es ist eine nummerierte zu 99, es ist eine Rookie Card, aber noch hat der gute Mann einfach leider keinen Durchbruch gehabt. Heißt, das sind nur 6,50 Euro. Heißt, über den Daumen gepeilt, 2,50, 6,50, 7, 16,50 Euro. Heißt, hier zahlen wir 3 Euro auf unseren Booster drauf. Im Großen und Ganzen, besonders aber mit den Hits von gestern, muss ich sagen, diese Mystery Booster machen Spaß. Man kriegt verschiedene Sportarten. Ich persönlich bin jetzt mehr bei NBA und Fußball. Ein bisschen Formel 1 ist okay. Baseball ist nicht mein Steckenpferd, aber man nimmt es halt mit. Aber ich finde die Idee sehr, sehr schön und besonders für den Preis sehr erschwinglich, denke ich. Vielleicht versuche ich dann nochmal mein Glück. Aber da müsste ich erstmal von euch wissen, was haltet ihr von den Mystery Boostern von Sportscards? Findet ihr das gut? Gefällt euch das? Würdet ihr davon mehr sehen oder sagt ihr, nee, gar keinen Bock drauf? Und dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Nochmal GG, geht raus an die Gewinner, bitte meldet euch bei mir und dann sehen wir uns beim nächsten Video.